Und da sind wir auch gleich schon wieder. Auf zum Schwachkopf. Vielleicht sind es eigentlich schon aufgefallen, also falls ihr überhaupt anguckt. Okay, ich bin schon wieder ruhig. Ja, ich habe die Musik leise gedreht, weil die doch etwas laut war. Ja, ich musste die Grafik etwas runterdrehen. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. So, jetzt müssen wir erstmal rüber. In dem Raum sind zwei Monitore. Glaube ich. Dachte ich. Ja, da ist der eine. Und da hinten war, glaube ich, der andere. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal einen Wirbel fangen und den irgendwie darüber kriegen. Das heißt zielen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Probieren wir es einfach mal. Entschuldige, fühlst du dich eigentlich gut, wenn du das machst? Getroffen. Es ist nämlich nicht sonderlich beeindruckend. Es ist nur Glas. Ein Baby könnte die Dinger kaputt machen. Das ist nichts Besonderes. Und dann den zweiten kriegen wir so. Oder? Nein. Also noch ein Schuss. Müssen wir da rüber setzen. In Afrika gibt es Tests. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber ist einfach ein Schwachkopf. Bluescreen, Windows, juhu. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Mein Monitor. Kann ich doch mit dem Leben sprengen? Ist das jetzt dein neues Hobby? Das ist doch bescheuert. Seit Stunden tust du nichts anderes. Wo nimmst du nur die Energie her? Ich an deiner Stelle müsste dich auch erst einmal hinlegen und ein Nickerchen machen. Willst du dich vielleicht hinlegen? Gibt's da unten was? Okay. Knopf drück, bin ich tot. Oder kann ich mich da irgendwo verstecken? Kann ich irgendwie kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Oder kann ich mich verstecken? Na egal, gehen wir mal sterben. Vielleicht. Jedenfalls schon mal dahinter. Das ist doch, glaube ich, schon mal was. Aber da hinten gab es noch einen Würfel. Wo ist der Schalter? Da. Wow! Okay. Das heißt... Ich muss erstmal den Würfel abfangen. Wie mache ich das am Blödsinn?
Ich sehe es. So. Aber der geht doch auch kaputt, wenn ich ihn durch den Grill hole, oder? Einfach da drauf laufen, läufst du auch sonst immer so gerne. Ich kann von hier aus aber auch nicht das aktivieren, damit ich mir eine Brücke bauen kann. Ich bin so blöd. Ja. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Nee, aber... Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. Oh Mann.
mal gucken, eine Kamera dürfte man noch schaffen. Dann machen wir wieder einen Schnitt. Ja. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Da haben wir einen Monitor. Drüben ist ein Würfel. Bringt mir das was? Fliege ich auch irgendwie die Wand, ich denke. Na egal, mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja. Ich bezweifle es, aber... Ja. Ah, ich sehe es schon, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Blau hier hin. Orange darüber. So, kommen wir schon mal an den. So langsam habe ich das Gefühl, dass das alles Absicht ist. Allmählich nehme ich das persönlich. Es kommt mir mehr und mehr wie eine Beleidigung vor. Armes Töftöf. Ich habe gerade vergessen, was ich jetzt machen muss. Wo komme ich da hin? Laser, oder? Jo, hier muss einer hin. Das heißt, nochmal hier erst nochmal hin und rein. Sitz. Kann man dich jetzt umlenken? Das
hatte ich auch noch nie. So, erstmal hoch. Jetzt ein Klau rüber. So. Dann können wir das Klau schließen. Dann fahre ich schon mal eins hoch. Dann schließen wir den weg. Holen wir den und den. Müsste das Ding jetzt auch noch eins runterkommen. Schön. So, und dann lassen wir den jetzt wegfliegen. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Oh, warum machst du mir das Leben so schwer? Weil ich dich so lieb hab. Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Okay, und wie es weitergeht, sehen wir dann wie immer in der nächsten Folge. Ciao, ciao.